Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Age of Empires 1. Diesmal aber die Definitive Edition. Oder Definite Edition. Quasi die überarbeitete. Und da sollte es auch keine Probleme mehr geben mit Asynchronität. Sollte. Sehen wir dann. Richtig. Oh, Berrywische gefunden. Natürlich ist die ganze Grafik verbessert. Man kann natürlich auch die alte Grafik spielen. Haben wir jetzt diesmal nicht gewählt. Ich finde irgendwie die Skalierung da unten ist mir ein bisschen klein, aber die glaube ich kann man verändern. Ja, die kannst du verändern. Ich kann es gleich in der Einstellung machen. Ja, muss ich machen, wenn ich gerade Zeit habe. Ja, aber das geht. Das hat mich am Anfang auch gestört. Mhm. Was man übrigens auch kann, Zielpunkte endlich setzen. Ja, das ist super. Mhm. Was sie leider nicht übernommen haben, ist, dass du in befehlen kannst, bau das Gebäude und danach geh auf einen Rohstoff. Das geht leider nicht, immer also wie beim nicht. Alten AOE3. Mhm. Das haben sie leider nicht gemacht. Hey, der baut Arsch langsam. So langsam schwingt kein Mensch einen Hammer. Aber dafür sammelt er automatisch, wenn du das Ding baust. Will ich nicht. Vielleicht dann wieder ein bisschen wie, aus. Wie, sammelt automatisch? Der fängt dann automatisch an zu sammeln. Ja, aber was denn? Also wenn du einen Kornspeicher halt zum Beispiel baust, ja, oder aber ich habe hier Elefanten. Was als nächstes ist. Naja, das wird er, glaube ich, nicht. Hm. Mal gucken. Ja, zum Glück nicht. Was mir aufgefallen war, als ich es mal testweise gespielt habe, dass die Mauern manchmal irgendwie nicht dicht waren zum Wasser. Sonst schon, aber zum Wasser manchmal irgendwie. Das ist interessant. Haben die sich da durchgebuggt. Das ist interessant. Genau, weil irgendwo kann ich hier die Anzeigeskalierung. Genau, geht's aber auch voll. Ah! Das ist dann super. Ist das super hier. Ich finde es immer praktisch, wenn neben dem Dorfzentrum gleich ein Baum steht, den kannst du gleich fällen. Mhm. Weil mit 250 Holz am Anfang ist ein bisschen wenig. Jo. Oh, weil du Auern. Kannst damit halt nicht eine Lagergrube im Kornspeicher und ein Haus bauen. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Das mit den Farmen haben sie hier auch gut gelöst, finde ich. Das wirst du dann schon noch sehen. Du kannst erstens drüber laufen. Und wieder aufbauen. Man kann es aber ausstellen. Kannst du es nämlich als Barriere benutzen. Ja gut, hat aber wenig Leben. Und sie werden automatisch... ja, aber wenn du halt eine Farmsiedlung quasi hast, kannst du deine Siedler davor schützen, dass sie erstmal abgeschlachtet werden. Ja gut, aber es ist eigentlich unlogisch. Ja. Und du kannst sie automatisch wieder herstellen lassen. Wenn sie leer sind. Finde ich äußerst praktisch, oder? Ja, gut, aber das angenehm. Sollte es angeblich auch mit dem Patch geben, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Mhm. Also, mach mal den Ding da weg. So. Wen? Ich habe unten noch die 60 FPS stehen. Das hoppla! Ist mir aufgefallen, das habe ich dann auch weggemacht. Hättest du mir auch sagen können. Nee, bei mir. Ja, hättest du mir trotzdem sagen können. Okay, tut mir leid oder so. Ich frage mich, ob jetzt immer noch das Problem mit den 9-4 Holz ist. Oh, das weiß ich nicht, das habe ich nachgeschaut. Das sieht mir ja gleich. Zweifel ich. Ja, die Dinge haben es neu gemacht. Die Musik haben sie ja geremaked. Kann man auch die alte wieder haben? Das weiß ich nicht. Die ist zwar nett, aber die hat irgendwie. Naja. Ja. Wieso ist da nur eine Gazelle? Seit wann gibt es in dem Spiel nur eine Gazelle? Was ist das denn für ein Blödsinn? Kann man die. Hey, man kann die Vögel gar nicht mehr töten. Hm. Was soll der Scheiß? Gibt schon einen fetten Minuspunkt. Oh, Löwe. Wieso kommt eigentlich kein Signalgeräusch mehr, dass ich angegriffen werde? Kommt das nicht? Nein. Aha, okay. Das kann ich dir nicht beantworten. Nee. So ein Scheißdreck. Ah, das sind die Berrybüsche. Bei dir kam schon immer ein Signal, da hast du es noch gar nicht so richtig.
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube. Also ich glaube tatsächlich nicht immer, ja, irgendwas war da. Ich finde es ja lustig, wie der so ausläuft, der Elefant im Blut. Habe ich noch nicht gesehen. Der Löwe verliert immer noch so viel Futter. Ich glaube schon, ja. Frechheit. Verstehe ich nicht, warum. Es wird langsam mal Zeit, dass ich erkunde, so. Ja, ich bin schon fleißig dabei, möchte ich anmerken. Ich nicht. Ich verstehe nicht, wieso hier eine Gazelle steht, eine einzelne. Ach, da war wahrscheinlich der Löwe schon aktiv. Und drum ist die darüber galoppiert. Oder gibt's das öfters? Galoppel, galoppel. Hm? Nee, aber ich hatte den Eindruck, dass es hier weniger Gazellen gibt. So ein Betrug. Scheißspiel, will mein Geld zurück. Wahrscheinlich map-abhängig. Der will Almosen! Almosen. Ja, die haben irgendwie schon so einen behinderten Gang, finde ich, wenn man sie so anschaut. So voll aufrecht, so wie so ein Mongo. Ein bisschen. Aber wenigstens haben die Dorfwohner immer noch Vorratahnung, wenn sie jagen. Mhm. Ja, wäre auch kacke, wenn nicht. Ja, das wäre dann jetzt nochmal schwieriger. Mhm. Aber dann ist dämlich halt, dass die Bogenschützen keine Vorratahnung haben. Sure. Ich hab's Gefühl aber, dass das Gazellentreiben geht ein bisschen leichter wie beim Einser. Also beim normalen. Weil es zur Lagergrube hin. Na, ja, das wollte ich nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Funktioniert überhaupt das Punkt für untätige Dorfbewohner? Ich glaube schon. Was interessant ist. Hm? Ja. Cool. Ach, obwohl zufällig da schon, weiß man jetzt, was die Gegner sind. Interessant. Schon Stein gefunden. Ja. Ich nicht. Ich schon. Club asynchron, oder? Wie beim anderen. Aha. Ja, aber es ist echt komisch, dass beim Alten das so oft asynchron wird. Also zumindest jetzt hat, weil früher war das nicht so. Ja, voll komisch. Hey, die Goldminen haben jetzt 450 Gold, was soll der Scheiß? Was haben wir für eine Karte? Ich glaube Binland. Aha. Hey, man kann sogar hier sogar in-game den Technologiebaum anschauen. Mhm. Man ist ja voll das Spiel für Noobs, wenn man das nicht weiß. Oh, ich kann aufsteigen. Kann man eigentlich auch Sammelpunkte auf Rohstoffe setzen? Ja, cool. Ja. Kannst du. Voll cool, was? Ja. Bisschen cool ist ja schon, also. Nur ein bisschen, aber. Man kann auch wieder in den Kriegsnebel reinbauen, so halbert. Boah, der Elefant ist ja unstabil. Stimmt. Stimmt, weil normalerweise hätte es mich schon längst einmal erwischt, wo ich vorher die Elefanten gejagt habe. Aber wenn ein Gebäude noch nicht fertig gebaut ist, kannst du noch keinen Zielpunkt setzen. Interessant. Das weiß ich nicht. Habe ich gerade getestet. Ich dachte, du hast schon längst gespielt. Ja, aber ich habe noch nicht ausprobiert, ob man bei einem Gebäude, was noch nicht fertig gebaut ist, einen Zielpunkt setzen kann. Das habe ich noch nicht. Wie weit hast du erkundet? Ja, sag mal, was hast du überhaupt schon gemacht? Ich habe jetzt ungefähr bis... Wenn es die oberen Rand entlang ist, ein Drittel. Oh, Löwe. Da habe ich ungefähr erkundet. Also bei mir kam ein Angriffssignal. Betrug.
Nee, bei mir kommt kein Signal. Keine Fanfare. Bei mir kommt es schon. Oh Mann, ist schon wieder alles scheiße hier. Man kann sogar... Ach, das ist cool. Während die Jugendsteinzeit entwickelt wird, kann man weiterhin, da schon mal sagen, Tofu umstellen. Finde ich auch gut. Das ist praktisch. Aber ich finde irgendwie, das Spiel läuft ein bisschen sehr Zeit... in der Zeitlupe. Ja. Naja. Was kann man denn alles bei den Infanterien einstellen jetzt? Könnt ihr einfach schneller machen. Ach. Okay, man hat sowas ähnliches wie bei Schlacht und Mittler 2. Hm? Ja, die Einstellungen sind so ein bisschen wie bei Schlacht und Mittler 2 mit dem, wie man die einstellt. Du kannst ja die auf aggressiv so, stellen, ja. Auf defensiv. Das Mensch, stand. Ja. Aber wieso stehen die auf, steht das auf Englisch da, die Erklärung? Ah ja? Ah, okay. Ja. Witzig. Alter, das Spiel ist mal wieder nicht ausgereift hier. Geht ja mal gar nicht. Der ist echt schnell futsch, der Elefant. Ja. Ach so, ja, obwohl der hatte noch 300 Holz, Futter. Ja. Naja. Ja, ich meine, wenn man schon was neu macht, dann sollte man auch das alte behalten. Also die alten Eigenschaften. Ich habe immer noch keinen Stein gefunden. Gibt's ja keinen Stein oder was? Echt? Ich habe schon, glaube ich, 3 Stellen gefunden. Interesting. Durch den Wald durchlaufen geht nicht. Nee, gut. No moin nicht. Ach, da ist schon einer. Hoppla. Ich kann noch gar keinen Wall bauen. Durch den Wall kann man übrigens durchlaufen, wenn er noch nicht gebaut ist, ne? Ach so, ja, das nur ist zur gut. Info. Nicht, dass du dir wunderst. Stimmt, ich habe eigentlich, wenn ich es mir jetzt recht überlege, ich habe überhaupt keinen Klang. Also die Leute sagen nichts. Jetzt kommt's mir ja erst. Das ist ja komisch. Stimmt. Jetzt kommt's mir erst. Ich habe überhaupt keinen In-Game-Sound außer Musik. Komisch. Habe ich wieder die Sparvariante gekauft. Nicht cool. Das ist ungewöhnlich. Dann werden wir wahrscheinlich nur ein Dummy sehen, weil nur kurz mich immer einblenden. Wenn was ist. Vielleicht musst du es ja neu starten. Ich hab's schon ein paar Mal gestartet. Ja, aber das ist halt so ein Fehler, ist der mal vorkommt und dann selber weg. Das hat's früher auch noch nicht gegeben. Aber ich hab immer noch keinen... Wie weit hast du denn jetzt Sekunde? Zeig mal. Bis daher. Ah, zeig mal das. Ich muss mal ein bisschen weiter erkunden. Genau, wenn du da noch ein bisschen nach unten rechts gehst, ich glaube, da müssten 2 Elefanten sein. Wenn du die findest, sag mir Bescheid. Mhm. Unter dem Wald, mit Steinen. Hast du schon so viel erkundet? Nee, aber dort halt. Dort habe ich erkundet. Also ich habe halt da Gazellen, weißt du? Ja, ein Elefant habe ich. 2. Mhm, genau. Wenn du genau nach rechts gehst, findest du dort Klippen. Die kann man zu dem Wald nach links oben davon zumachen. Ist nur die Frage, wer das von uns macht.
Also das kann ich schon machen dann noch. Okay. Ich müsste jetzt aber unbedingt mal Stein finden. Dort ist Stein beim Elefanten. Ach so, da unterhalb oder wie? Mhm. Ist gut. Ja, nee, ist Gold. Das hat man nicht gescheit gesehen, sorry. Ich habe jetzt schon 3 Goldminen gefunden. Ich will doch nur Steinminen finden. Aber Farm ist immer noch auf App. Hurra. Weil die haben ja auch die ganzen Hotkeys verändert. Auch zum Beispiel im Dorf, wenn wir zu produzieren, ich drücke nochmal D, funktioniert nicht. Ist ja Q. Ja, der Waldbau dauert wirklich lang. Damit die Höfe wiederhergestellt werden, musst du, glaube ich, das, den Button dafür im Kornspeicher. Okay. Aber ich glaube, das... Also ich war mir nicht ganz sicher, ich glaube, das muss man... Wieder Gold gefunden. Hurra, ich will Stein! Na, ich habe bald keinen Stein mehr. Ich kann dir zeigen, wo man Stein findet. So. Wenn du von den 2 Golddingern einfach nur genau nach links unten gehst, zwischen den Wäldern durch, unter meiner Lagergruppe, da ist Stein, die kannst du ruhig abbauen. Ich suche jetzt mal selber. Das kann es ja nicht sein hier. Ja, irgendwo bei dir muss Stein sein. Stein, Feuer, Feuer, Feuer. Ah, da ist Stein. Wieder im letzten Eck. Das Problem ist, ich kann halt nicht minimieren, dass das vielleicht auch schon wieder hilft, dass die, dass der Klang da ist. Weil da ist meine Aufnahme weg. Na, das wäre dann kompliziert, wenn sie überall und so. Ja. Ja, sowieso, dann wird's richtig, dann wird's wirklich schwierig. So. Aber man kann Bäume immer noch wegmachen, wenn man da was hinbaut. Ja, ich glaube teils. Ja, die einzelnen, wie früher, Wald nicht. Mhm. Wieso habe ich jetzt kurz einen Sound gehabt? Ach. Jetzt, das liegt nicht an mir, das liegt nicht am Spiel, sondern weil meine Buchse ein bisschen wackelt. Jetzt habe ich wieder Sound, cool. Hä, aber wieso hattest du Musik? Ja, das ist so ein bisschen sehr komisch wackelt. Kann ich dir nicht genau sagen. Ich kann es dir nicht genau sagen, warum. Ja, das finde ich ein bisschen sehr komisch. Also war die ganze Zeit in der Aufnahme auch Musik da, das ist gut. Sound meine ich. Also ziehe ich meinen Mangel zurück. Zur Hälfte. Das war aber nett von dir. So, jetzt habe ich schon mal zumindest zu weit zu. Alligato! So, dann würde ich gerne mal die Steinhacke entwickeln. Hast du schon zu? Ja, bei mir halt jetzt. Das ist fein. Gut, ich habe jetzt dann auch gleich zu. Bist du dahin, oder was? Hierher. Kurz einen Moment. Nur mal kurz sicher gehen. Sicher gehen. Ja. Aha. Weil da ist dann ja die Klippe und daneben ist ein Wald und es ist dicht. Und bis dahin habe ich zu. Dicht. Was es leider nicht gibt, sind Tore. Aber mein. Das habe ich auch schon festgestellt. Isaac. Das haben sie halt so gelassen vom Stil. Ja. Ach, das haben sie wieder gelassen, aber alles andere muss geändert werden. Jo mei. Aber denk es. Geil. Rubes. Jetzt werden sie besoffen.
müsste ich theoretisch schon wieder farmen. Will ich aber nicht. Na, dann halt nicht. Nein. Du hast doch die zwei Elefanten da, oder nicht? Auch. Ach, machst du schon. Mach ich schon. Meine Elefanten!